Die Suche nach dem 17-jährigen Andreas B. ist beendet. Der vermisste Schüler aus dem bayerischen Grafenwöhr wurde tot aufgefunden, nur wenige hundert Meter von seinem Elternhaus entfernt. Am Montag gegen 11 Uhr hatte der Junge das Haus der Familie verlassen, um sich mit Freunden zu treffen. Die Jugendlichen waren an der Fischerhütte nahe dem 6.800 Einwohnerörtchen verabredet. Gegen 15 Uhr trennten sich die drei Freunde dort, nur 400 Meter von Andreas Elternhaus entfernt. Als er gegen 20 Uhr noch nicht zurückgekehrt war, hatten Mutter Helena und Bruder Erwin begonnen, die Gegend abzusuchen und schließlich die Polizei verständigt. Daraufhin startete die Polizei eine groß angelegte Suche mit 120 Einsatzkräften. Hubschrauber und Drohnen wurden eingesetzt, auch Spürhunde waren an der Suche beteiligt. Nun wurde Andreas' Leiche nahe der Fischerhütte gefunden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, auch Suizid wird vorerst ausgeschlossen. In den Ermittlungen soll nun unter anderem geklärt werden, ob Andreas am Tag seines Verschwindens mit seinen Freunden möglicherweise Alkohol oder Drogen genommen hat.